Ja, hallo. Also in 2 Wochen geht es für mich wieder auf den Camino. Vor 4 Jahren hatte ich schon mal das Vergnügen auf dem portugiesischen Jakobsweg. Und nun möchte ich euch zeigen, was ich dieses Mal mitnehme, basierend auf den Erfahrungen vom letzten Mal. Erste Änderung beim Rucksack. Letztes Mal war ich mit einem Deuter Futura 38 unterwegs. Nun habe ich ein chinesisches Modell, das über 1 Kilo leichter ist, dabei. Laut Hersteller wetterfest. 2 Stunden draußen im Regen konnten ihm nichts anhaben. Am Rucksack selbst habe ich neben Sicherheitsnadeln auch immer verschiedene Karabiner, wo ich zum Beispiel meine Jakobsmuschel, einen Flaschenöffner oder auch einen Befestigungsring befestigen kann. Kleine Taschen finde ich auch immer ganz praktisch, die kann man dann mit ins Herbergenbett auch nehmen, die wichtigsten Sachen da verstauen, unter anderem auch den Pilgerausweis. Absolut bewährt beim letzten Mal hat sich dieser kleine Tagesrucksack, der ist super für Einkäufe am Abend oder wenn man mal irgendwo schwimmen geht. Ich habe ihn schon seit über 15 Jahren. Er hat schon viele Lasten tragen müssen. Er ist wirklich sehr robust und das bei diesem kleinen Packmaß. Mino hatte ich einen Hitzeschlag. Deswegen ist für mich dieses Mal auch Sonnenschutz eine größere Priorität. Und obwohl ich kein Mützen- oder Hütetyp bin, habe ich mich jetzt entschlossen, einen schönen kleinen zusammenfaltbaren Hut mitzunehmen. Auch die Schlauchtücher sind echt praktisch. Man kann sie zum Beispiel in Wasser tunken und sich dann über den Kopf ziehen, um ein bisschen abgelungen zu haben. Man kann es als Halstuch nutzen, wenn man friert oder auch als Schweißband ums Handgelenk. Dann habe ich natürlich noch Sonnenschutz dabei in unterschiedlichen Stärken, 30 und 50 immer. Ein Labello-Sonnenlippenstift, auch mit Lichtschutzfaktor, 2 Stifte, einmal ein Edding und normalen Kugelschreiber und Taschentücher. Als Standard-Outfit eine Zip-Off-Pants, ein ganz normales T-Shirt. Ich mag diese Funktionskleidung nicht so gern und es trocknet auch immer super schnell, also ich hatte da keine Probleme. Und dann natürlich noch Unterwäsche, Socken. Mit den Füßen hatte ich tatsächlich das letzte Mal am meisten Probleme, sprich Blasen. Deswegen habe ich jetzt einiges umgestellt, was Schuhe und Socken betrifft. Statt Wanderstiefel habe ich diesmal ganz leichte Trailerschuhe und ich hoffe, dass ich damit besser zurechtkomme. Beim letzten Mal hatte ich 2 Lagen White Socks dabei. Die habe ich aber dieses Mal komplett eliminiert, da sie sich nicht perfekt an meine Fußform passen. Und an dieser Überlappung beim kleinen Zeh hatte ich echt fiese, eitrige Blasen, die das Wandern echt zu Qual gemacht haben. Dieses Mal setze ich voll auf Falke, die eine bessere Passform haben an dieser Stelle. Außerdem verwende ich dieses Mal Nylonsocken, die ich darunter noch ziehen kann. Fischteig hat mir beim letzten Mal gar nichts gebracht, darauf verzichte ich dieses Mal komplett. Ich friere relativ leicht, aber nicht gerne und deswegen ist auf jeden Fall auch eine wärmere Jacke dabei. Ich habe die ein bisschen vakuumiert, damit das Packmaß einfach möglichst klein bleibt. Um die Ordnung und Übersicht in meinem Rucksack zu bewahren, verwende ich gerne verschiedene Packsäcke, damit ich schnell auf Sachen zugreifen kann und weiß, wo sie sich befinden. Dann nehme ich mit eine zweite lange Hose, eine ganz dünne Jacke, einen Badeanzug, einen indischen Sarong. Den nutze ich zum Beispiel als Handtuch beim Haarewaschen. Dann habe ich eine kurze Hose, noch ein zweites T-Shirt dabei und ein großes Handtuch, was ich aber auch als Decke verwenden kann, wenn es in der Herberge zu kalt werden sollte. Und dann noch ein Longsleeve-Hoodie. Kommen wir zu den Hilfsmitteln. Die bewahre ich separat aus in einem Sack, der aus 2 Fächern besteht. Unter anderem ein Aufbewahrungshaken drin und meine AirPod Pros, damit ich auch Hörbücher unterwegs hören kann. Ein Mehrfachstecker hilft dabei, dass man nur eine Steckdose verwendet. Die sind manchmal rar. Dann habe ich noch so ein Kabelset und eine 20.000 mAh Powerbank. Super praktisch finde ich das USB-Verlängerungskabel. Da kann man dann auch aus der Ferne laden und es gleichzeitig benutzen. Mit dabei noch eine Stirnlampe, meine Apple Watch und ein Wassergürtel, wo ich dann PET-Flaschen ganz einfach einhängen kann und immer griffbereit halte. Die Blase habe ich mich verabschiedet, da es wirklich viele Auffüllmöglichkeiten entlang des Weges gibt, sodass kleinere Flaschen ganz praktisch sind. Ich plane mit 2 0,5 Liter Flaschen. Sicherheitshalber noch eine Wäscheleine. Dann noch als privater Luxusartikel eine faltbare Tastatur, da ich gerade privat an einem Roman schreibe. Das ist sicherlich aber kein Must-have für den Camino. Die Tastatur verbindet sich über Bluetooth mit dem Handy. Dann zu Fach 2. Hier bewahre ich vor allen Dingen Sonnen- und Regenschutz auf und dann meine Apotheke und Darmhygieneartikel. Ich verwende am liebsten einen Regenschirm als Regenschutz und dieser ultraleichte Knirpschirm ist fast so leicht wie ein Brief. Das ist echt der Hammer. Am Rucksack habe ich 2 Befestigungsschlaufen, sodass ich, wenn es nicht arg zu stürmisch ist, auch handfrei mit dem Regenschirm laufen kann. Für starken Regen habe ich diesmal einen kleinen Poncho dabei, der wesentlich kleiner ist als der, den ich beim letzten Mal dabei hatte. Must-haves sind für mich Leukoplast, Blasenpflaster und Pflaster allgemein sowie Magnesium. Dann habe ich Waschpulver dabei, meine Sonnenbrille und meine Hausapotheke. Und im zweiten Fach Darmhygieneartikel. Im nächsten Packsack dann meine Unterwäsche und Socken auf der einen Seite und auf der anderen Seite mein Schlafsack und mein Kulturbeutel.
Der Kulturbeutel ist praktisch klein und ich kann ihn entweder an einer Querstange aufhängen oder an einem Haken. Darin befinden sich eine Körperseife, die ich auch zum Waschen der Kleidung verwende, und eine Shampoo-Seife, dann natürlich eine Bürste, eine faltbare Zahnbürste, Zahnpasta, eine Deo-Creme, eine Gesichtscreme, Nivea-Creme, Oropax natürlich, Nagelfeile und Ohrenstäbchen. Nach langen Wanderungen und bei großer Hitze habe ich oft sehr, sehr heiße Beine nachts, die mich am Einschlafen hindern. Und für mich das beste Mittel ist dieses Kastanien-Minz-Gel von Alpicare. Dann dürfen auch nicht Flipflops fehlen, zum Beispiel für Duschen oder auch zum Spazieren in den Orten nach einer langen Wanderung. Und für Notfälle habe ich immer eine eigene Klopapierrolle dabei. Im Bereich Essen und Kochen. Hier habe ich einen faltbaren Becher, eine faltbare Schüssel mit Deckel, einen Spork, also so ein Gabel-Messer-Löffel-Kombination, ein scharfes Messer, was ich zusammenfalten kann, Kaffeesticks, die schon Milchpulver enthalten. Praktisch fand ich beim letzten Mal auch Bienenwachstücher für zum Beispiel Sandwiches oder auch saftiges Obst wie Pfirsich, um die sicher einzupacken. In Herbergen koche ich als Vegetarier auch manchmal ganz gerne selbst. Deswegen habe ich auch immer ein bisschen Olivenöl dabei, ein bisschen Balsamico, ein bisschen Salz, ein paar Gewürze und dann noch verschiedene Trockenmüslis und so weiter, die jetzt fast ablaufen. Die nehme ich jetzt einmal mit, dass ich sie verbrauchen kann. Wenn ich das Ganze im Außennetz transportieren werde, packe ich es dann noch in einen wasserdichten Packsack. Ich nehme keinen Wanderführer mehr mit, sondern fotografiere vorher die Seiten ab. Das geht auch echt fix in ein paar Minuten. Außerdem kann ich die Buen Camino App sehr empfehlen. Da hat man eine gute Übersicht über die Strecken und auch immer die aktuellen Preise für die ganzen Herbergen mit Telefonnummern in der Nähe. Mein Kindle lasse ich diesmal zu Hause und nutze dafür die Kindle App auf meinem iPhone. Mein Handy nutze ich auch als Kamera und auch als Portemonnaie. Auf der Rückseite habe ich so ein praktisches Kartenfach, wo ich Personalausweis, Krankenkarte und Geldkarte verwahre, sowie Scheine. Und so sieht der fertig gepackte Rucksack aus. Mit den ganzen Fertiggriffen komme ich auf ein Gesamtgewicht von knapp unter 7 Kilo.